Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ich finde, wir hätten den Punkt jetzt gar nicht unbedingt auf Tagesordnung 1 diesmal gebraucht, aber manche Themen brauchen ja noch mal ein bisschen Nachdruck. Wir werden beiden Anträgen zustimmen. Ursprünglich hatte ich das bei dem Regierungsantrag nicht vor, weil es schon ein bisschen das übliche Spiel ist. Es gibt einen klaren Antrag und dann gibt es den Bericht nochmal darüber zu berichten und es ist nochmal anders anzusehen. Wir hatten aber ja Diskussion im Ausschuss und da war auch nochmal aus der Verwaltung eine Stellungnahme dazu. So wie ich das verstanden habe, war das noch nicht so ganz eindeutig für die Teileinzelung. Also dass es nicht einfach quasi eine Verwechslung ist, sondern dass es genau darum geht, dass man das öffentliche Interesse auch begründen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass das an der Stelle gegeben ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das da sehr gut ebene Straße ist. Wir haben uns das auch vor Ort bei der Ortsregierung angeguckt. Das ist lange ein Thema, es ist vieles geprüft worden. Und natürlich ist es so, dass die Teileinzelung dort das für den Bereich löst, auch da einfach dadurch eine Straße ist, an der Kinder sicherer spielen können, an der die Anwohner besser wohnen können, dass es nicht die Verkehrsproblematik im ganzen Stadtteil ist. Dafür wird es andere Antworten brauchen, dafür wird es die Zurückdrängung des Autoverkehrs brauchen, dafür wird es den Ausbau des ÖPNV brauchen, dafür wird es den Ausbau des Radverkehrs brauchen und die ganze Parkplatzsituation davon ganz zu schweigen. Also natürlich, es ist ein kleines Stück Straße mit einem großen Interesse, dass sich da was tut. Ich finde es gut, dass sich da Anwohnerinnen auch für einsetzen, eben für eine Verkehrswende, aber ansonsten braucht es natürlich noch viel mehr, damit eine Verkehrswende und eine Reduzierung der Pkw-Zahlen gelingt, weil dann trotzdem alle mehr Möglichkeiten und Mobilität haben.